Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier nochmal bei Kipwe, Ikande. Bitte, du kannst dich frei äußern. Und ja, ich wollte mit ihm jetzt noch ein paar Sachen fragen. Was wird jetzt aus der Crimson Fleet zum Beispiel? Die übrigen Piraten sind immer noch in der Galaxie verteilt, auch Naver Mora. Und auch ohne die Fleet bleibt die Piraterie immer ein Problem, solange Schiffe unregulierten Raum durchqueren. Mit anderen Worten... Es ist noch zu früh, um in Rente zu gehen. Es gibt noch viel zu tun. Mhm. Wirst du dir die Zeit nehmen, diesen Sieg zu feiern? Ich nehme mir wahrscheinlich kurz Zeit und trinke auf alle, die wir verloren haben. Ohne sie, tja, hätten wir es nicht so weit gebracht. Das ist ebenso sehr ihr Sieg wie unserer. Mhm. Wie geht es mit der Legacy weiter? Alles noch in der Schwebe, bis das Politische geklärt ist. Manche Mast-Beamte äußern Bedenken, die Legacy an ein Kollektiv zurückzugeben, mit dem wir gerade noch im Krieg lagen. Man muss auch sagen, dass der Gedanke berechtigt ist. Im Kriegsfall könnte das Geld von der Legacy direkt zum Tod unserer Soldaten führen. Es gibt auch Überlegungen, dass die Legacy als Druckmittel in Friedensverhandlungen dienen könnte und man sie deswegen behalten sollte. Aber zwei Dinge bleiben Fakt. Wir werden die Legacy an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Und das Mast legt die Bedingungen fest. Okay, also von ihm nichts Neues. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. In den Auftragsbörsen ist einiges los. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Fleet noch da draußen ist. Ja, mit Vergnügen. Was kann ich für dich tun? Ich habe beim Schiff ein paar Sachen hier vergessen. Dein Schiff ist quasi dein zweites Zuhause. Da muss alles stimmen. Ja, genau, da habe ich jetzt hierfür... nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Schiffsbilder. Ich wollte hier noch ein paar Sachen hinzufügen, die ich jetzt total vergessen hatte. Wo waren die? Nicht unter Struktur. Station, Fracht, Cockpits, Docker, Antriebe, Treibstoff, Getriebe, Grafen und... Wo ist denn das? Wo waren die Dinger hin? Wo sind die Dinger hin? Wir hatten doch vorhin... Wir hatten noch Sachen gehabt dafür. Diese Schilde und so. Diese besonderen Dinger. Sind die jetzt weg oder was? Nein. Ich hatte doch so besondere Dinger dafür gehabt. Verdammt. Okay, dann sind wir die jetzt aus Versehen losgeworden. Da. Fahrstuhl. Wo ist denn eigentlich Sarah? Wo ist Sarah? Dieses Schiff weckt eine Menge Erinnerungen bei mir. Komm ruhig zu mir, falls du was brauchst. Wie geht es dir mit unserer Beziehung? Wenn du mich fragst, könnte es zwischen uns nicht besser laufen. Mm. Ja, okay, das ist schön zu hören, Sarah. Gib einfach Bescheid, falls du über unsere Beziehung reden willst. Schließlich warst du oft genug für mich da. Ja, okay. Warum gehst du denn schon? Ja, okay. Was Sarah angeht, eigentlich Ziel erreicht, glaube ich. Also zumindest das, was ich erreicht haben wollte, ist zumindest erreicht. Sarah sieht da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr, was durchaus durch ein Versehen passiert ist. Da mache ich mir auch schon ein bisschen Sorgen, so, aber ich hoffe, wir haben es dieses Mal hingekriegt, was geht denn hier ab? Was geht denn da ab? Ich wollte mir jetzt mein Schiff ansehen, ja? Abdocken. Und abgedockt. Autsch. Wir sind wieder allein zwischen den Sternen. Was war das denn jetzt? Ne, jetzt ernsthaft, was war das? Okay, die Vigilance dreht auch gerade durch. Ich habe keine Ahnung, was mit den dreien ist. Das ist auch ein krasses Schiff, muss ich sagen. Apropos, kann ich jetzt hier neue Crew, also noch mehr Crewmitglieder hier hinzufügen? Warte mal, was steht da? Reparieren. So, Vasco. So, Sarah Morgan. Sam Cole. Riesiger Fan. Kann ich ihn, riesiger Fan... Nee. Andrea. Hieß es nicht, dass ich hier noch mehr Leute hinzufügen kann? So, wenn ich hier nochmal... So, hier noch ein bisschen Energie hinpacke und hier. So eine Art. Ja, keine Ahnung. Aber ich will es mir jetzt mal ansehen. So, Wie steige ich jetzt ab? Nochmal? Mit B gedrückt halten, oder? Ah, okay. Gut, dann können wir jetzt unser Schiff mal ansehen, wie wir das jetzt hier aufgebaut haben. So. Genau, dann hatten wir ja hier den Computerraum oder Computerkern. Hier ist ja das Kontrollzentrum gewesen. Ne, hier ist der wie auch immer. Irgendwie so war das. Und hier sind meine Quartiere. Also vom Captain hier. Das finde ich jetzt gut, dass wir das geschafft haben zu lösen. So, dann hätten wir hier schon mal. Ah, perfekt. Hier geht's hierhin runter. Nice. So. Die haben nicht so viele Schlafplätze, glaube ich, wie ich das sehe. Hier Krankenstation halt in der Mitte. Die brauchen mehr Betten. Wieso haben wir jetzt nicht mehr Betten hier? Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Ja, ich glaube auch, die macht keinen Unfug. Hatten wir jetzt da hinten genau das gleiche? Gab es da einen Weg? Hallo. Ah, hier gab es einen Weg. Okay, immerhin. Okay, passt. Soweit passt hier alles. Ah, hier haben wir die Betten. 1, 2, 3, 4. Wir hätten das vielleicht ein bisschen anders planen sollen, oder? Ich sag das andauernd. Wir hätten das immer anders planen sollen. Aber was wir jetzt machen können, die haben wir ja durch. Verteidigungsmaßnahmen. Sprich mit Davis Wilson. Vanguard, sichere Himmel. Sprengzone. Sprich mit Mr. Tate. Er wirbt die Kraft aus Eridani 5. Kraft aus dem Jenseits Washaki. Ich würde den hier machen wollen. Und den... Ah, okay. Lass mal das machen. Nach Eridani. Ich weiß jetzt nicht, wo Eridani ist, aber... Dass wir dann zumindest ein bisschen wieder zur Hauptquest gehen. Wo ist denn Eridani? Warte mal, wir waren schon bis hier hinten hin. Ach, hier Benno. Okay, Benno ist so. Ach, krass, wir waren schon so weit hinten. Und hier haben wir auch noch einen, der sehr weit weg ist. Dabei fehlt hier noch so viel. So. Ach, hier haben wir Eridani schon. Direkt hier. Okay, Eridani. Eridani 5 hieß es. 3. 1. 4. Dann muss es 2. Hier Eridani 5. Scanner-Anomalie, da haben wir es. Kurs festlegen, ja. So, dann machen wir hier noch ein bisschen runter. Hier auch noch mal ein bisschen runter. Wohl. So. Und hier den Rest rein. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Oh, Staub sollst du werden. Was? Okay, die wollen jetzt Stress. So, ah, Level 30, nein. Hä? Die verschwinden aber auch sehr stark, sehr schnell. Du hast ihren Antrieb gegrillt. Nice, wir haben wieder eine Stufe aufgestiegen. Wo investieren wir das mal? Wenn wir jetzt schon Stufe 30 sind. So. Medizin, Geologie. Ich würde vielleicht das hier machen. Nochmal Schiff ausbessern. Wir wollen ja besser im Schiffskampf werden. So, da, zur Anomalie. Wir werden aber auch schon mittlerweile immer häufiger von denen angegriffen. Ist mir schon aufgefallen. Bereit zur Landung. Okay, wieder ein Wüstenplanet. So, und verlassen. Hier würde ich definitiv keinen Außenposten errichten. Warum nicht? Grüße, Captain. Kann ich den Außenposten errichten? Oberflächenkarte? Warum denn nicht? Na jetzt ernsthaft, also ich würde hier schon gerne einen errichten, aber okay. Ja, ist ganz klar, dass wir dahin müssen, auf jeden Fall. Wirbt die Kraft auf Eridani 5. Und Tempel Zeta. Also jetzt ist die Frage, wo ist denn hier der Eingang? Auf jeden Fall immer unten. Bisher war es immer unten irgendwo. So, komm. Autsch. Ist nun kein Eingang zu erkennen. Hier vielleicht? Ne, ich will aber auch gerne wissen, was das eigentlich mit denen auf sich hat hier. Mit den Sternenblütern. Kann es sein, dass hier vielleicht Eingang versteckt? Nein, hier ist kein Eingang versteckt. Wo ist denn der Eingang? Ne, jetzt ernsthaft. Ein Weg auf dem Boden wird mir auch nicht angezeigt. Eine Markierung, wo ich langlaufen soll. Also ich würde auch wirklich gerne wissen, was mit dessen Tempeln hier passiert ist. Das da hinten sieht ja auch aus, als würde das noch zu denen gehören. Ich will mir das auch mal irgendwie ansehen. Ich will das mir auch mal erkunden, was da so gibt's. Könnte aber auch eine Basis von denen sein. Hier! Hier haben wir den Eingang gefunden. Komm, Sarah, komm mit. Tempel Zeta. So, da ist die. Da fängt's an. So, und hier unten? Da hinten. Wieso kann ich jetzt nicht boosten? Komm schon, komm. Sarah aus dem Weg. Okay, das hier braucht auch wieder lange. Ah, okay. Nein. Da war's. Autsch. Ich darf nochmal von vorne, glaube ich. Weil ich zu lange gebraucht habe. Nee, doch nicht. Nice. Und die nächsten Kräfte. Ist dieser Tempel Jahrtausende alt? Jahrmillionen? So. Wieder die Zeta. Hä? Hör auf zu hauen. Eine Quantum Essenz wieder. Aber das mit der Quantum Essenz oder Quantum Essenz finde ich auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Womit haben die zu tun? Ja, komm, ich will da vorbei. Womit haben die zu tun, dass die... Hat das vielleicht auch irgendwie ein bisschen was so... Ant-Man and the Wasp Quantumania zu tun? Mit Kang den Eroberern, so ein bisschen MCU, Marvel? Oh, ich will mir das da mal ansehen. Ich gehe da mal hin. Das sieht schon sehr, sehr interessant aus, sagen wir mal so. Wenn das schon genauso aussieht wie das da, wie dieser Tempel. Und es sogar eine eigene Markierung ist auf der Karte hier, die 260 Meter. Dann will ich mir das schon gerne ansehen wollen. So, was sind das? Felshaufen. Neues geophysikalisches Merkmal. Cäsium, Iridium, Aluminium. Ach, das ist nur Sarah. Aber hier ist sonst niemand, kann das sein? Das hat alles... Also, das hat zwar mit den Sternenblütern zu tun, aber... Hier findet man sonst nichts. Warte mal, was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Da will ich jetzt hin. Ist das eine Stadt von denen? Das da hinten, das sieht aus wie... wie ein Hochhaus oder sowas. Das müssen wir uns ansehen, definitiv. Aber wenn das eine Sternenblüterstadt ist, das wäre heftig. Da hinten ist auch nochmal ein Turm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ihr das dann sehen könnt, wenn ihr das als Beispiel vom Handy zuseht. Aber da hinten ist safe nochmal ein Turm. Ich will wissen, was das jetzt auf sich hat. So, 500 Meter. Hier nochmal Nickel. Nice. Alles nur aus Nickel hier. Oh, die Sternenblüter. Okay, die kommen jetzt hierher. Ja, aber was ist das? Okay, nee, das ist von normalen Menschen gebaut worden, glaube ich. Was haben wir hier drin? Credits. Kleidung Frontier. Aber das sieht aus, als wäre es ganz normal von Menschen gemacht worden. Verlass das Mineralienwerk. Aber da hinten gab es auch noch einen Turm. Und das sieht da hinten aus, als würde da sogar noch was drumherum fliegen. Achso. Aber das da sieht mehr nach den Sternenblütern aus, da hinten. Jetzt nur die 800 Meter, okay. Nee, ich will jetzt aber auch wissen, was das mit den Sternenblütern da auf sich hat. Was das für Wesen sind. Ob das Menschen sind, ob das was anderes ist. Also Aliens. Aliens sind wir hier ja schon begegnet. Also keine intelligente Alien-Spezies, sage ich jetzt mal. Also... aber Aliens. Lebewesen von anderen Planeten. Und es wundert mich auch schon, warum die Sternenblüter eigentlich immer feindlich gesinnt sind. Bis jetzt. Also das ist definitiv ein Schiff von den Sternen, ein Gebäude von Sternblütern. Hier scheint es noch mehr von denen zu geben. So, Wasaki müssen wir als nächstes suchen. Gerne diesen Standort. Okay, warte mal. So, da. Felshaufen. Was muss ich denn scannen? Okay. Beryllium, Blei, Kupfer. Ja, gut. Wo ist eigentlich unser Schiff? Da. So, reisen wir mal schnell zum Schiff. Dann würde ich als nächstes nach Wasaki gehen. So, abheben. Und dann ist nur die Frage, wo könnte Wasaki sein? Startplan. Such dir einen Stern aus. Erreichen den Orbit. So. In Cheyenne ist. Okay. Wasaki ist in Cheyenne. Okay, ich kann versuchen, bei den Reparaturen zu helfen. Seltsam, dass du Probleme mit deinem Schiff hast. Demo-Schiffe sind eigentlich unverwüstlich. Keine Ahnung. Mit dem kaputten Antrieb kannst du von Glück reden, wenn du lebend von hier wegkommst. Star Parcel setzt auf jeden, der sich mit uns anlegt, ein Kopfgeld aus. Ich habe eine Eilzustellung, die ausgeliefert werden muss. Die kürzen mir den Lohn, wenn es nicht ans Ziel kommt. Star Parcel würde dich auch fürstlich entlohnen. So, ich habe kein Interesse, irgendwas auszuliefern. Kann das nicht jemand anders aus deiner Flotte ausliefern? Schick mir das Paket rüber und ich erledige das für dich. Komm. Ach, bisschen mal so. Du musst einfach nur das Paket beim Servicetechniker in Cydonia abgeben. Den Rest erledigt er dann. Danke, okay. Dass du mich aus diesem Albtraum holst. Ich hatte jetzt eigentlich eher erwartet, so, da wollte ich hin. Landen. Ich hatte jetzt eigentlich eher erwartet, dass die irgendwie Ersatzteile haben will. Ersatzteile. So, verlassen. Noch ein Wüstenplanet. Ja, ein paar Bäume und Gräser hier und da würden den Laden etwas aufpeppen. So, okay. Wo muss ich hin? Uran gibt es hier auf jeden Fall. Okay. War das jetzt mein Schiff oder was war das für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung, also... Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich alles für Kräfte geholt? Also wir haben jetzt Antigravitationsfeld, Gravitationssprint, Gravitationswelle, Frieden des Schöpfers, erfülle deine Gegner mit der Stille des Universums, damit sie vorübergehend ihre Waffen niederlegen. Ich würde den hier mal nutzen wollen. Okay, das ist aber das. Unentdeckte Tempel 4 haben wir. Und Quantum Essenzen benutzen 6. Also es ist aber schon das da. Das lässt sich nicht mehr zweifeln. Aber dann hätten wir alle schon mal eingesammelt. Die Dings hier hat er, die Vlad für uns gefunden hatte. So, Sarah. Jetzt müssten wir irgendwie da hoch. Hast du einen Plan? Irgendwie müssen wir doch auf diesen Hügel hoch. Tempel Chi. Okay. Und wir sind doch noch hochgekommen. Immerhin haben wir es geschafft. Jetzt ist die... Ah, hier. Hier haben wir den Eingang. Da müssen wir rein. Nice. Wo ist jetzt der nächste? Wo ist das erste? Da ist das erste. Und so. Wo ist das hin? Da. Hä? Die verarschen einen auch ein bisschen. So, da oben nochmal. Rein. welche Technologie die Sternenblüter besitzen müssen, um so etwas zu bauen. Ja, der schon wieder. Mission aktualisiert, Beweislast. Autsch. Und noch eine Quantum Essenz erhalten, nice. Aber warte. Weiter zum Bekannten, sprich mit Vladimir, Kraft aus dem Jenseits. Er wirbt die Kraft auf Piazza. Der fehlt auch noch. Okay, dann wollen wir dahin. Wo ist die Argonische Maid? Da hinten. Reisen wir da mal schnell hin. Eine Crew-Position ein. So, und abheben. Guter Start. Alle Systeme normal. So, dann ist nur die Frage, wo war jetzt nochmal Piazza? Orbit erreicht. Piazzi. Mission, genau. Ah, okay. Ist ja nicht mal weit. Von Dingens. Vom Sollsystem. Und da müssen wir ja auch noch eine Aufgabe erledigen. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Okay, hier ist eine Palladium. Was ist denn hier passiert? Nee, jetzt was ist denn hier passiert? So, machen wir mal so. Hoppala. So, 12 mal Palladium nehmen wir mit. Hier ist noch einer. Nee, jetzt ernsthaft, was denn hier passiert? Warum so viel Palladium? So, da ist die Scanner-Anomalie. Industrielle Außenposten, okay. Jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, wurden die angegriffen? Wurde es zerstört? War es eine Naturkatastrophe? Was war denn das? Landeanflug, alles im grünen Bereich. So, einmal verlassen. Wie viele Lebensformen es auf diesem Planeten wohl gibt? Finden wir es raus. 4. 4 Lebensformen. Warte, jetzt erstmal gucken. Wo muss ich hin? Ein Käfighirn, okay. Wo zeigt die Anomalie hin? Welche Richtung? Was? Hanghöhle? Bis jetzt weiß ich noch nicht, wohin. Aber ein paar von den Pflanzen kann ich ja schon mal scannen. Hier haben wir schon mal Fluor. Und was haben wir da? Palladium. Ah, die Richtung. Was ist das, was hier so leuchtet? Nee, jetzt haben wir, was ist das? Da haben wir Kupfer. Irgendwas Nützliches entdeckt. Noch ein Käfig hier. So, in die Richtung müssen wir, auf jeden Fall. Oder die Richtung. Ah, okay, hier wird stärker. Oder da wird stärker anscheinend. Also doch das Ding da. Ja, es muss das Ding dann sein. Weil die Anomalie dahin führt. Und dort stärker wurde. Warum auch immer. Dort hinten. Ja, wieso stecke ich immer wieder fest? An irgendwelchen Scheißfelsen. Ich glaube schon, dass das da ist. Und hier haben wir Wasser gefunden. Perfekt. So, Käfigchen werden wir hier definitiv wahrscheinlich schon fertig haben. Schadgas? Nee, das ist es nicht. Jagdkäfig hier. Ah, da haben wir's. Einfach mal so ein riesen Dino. Okay. Das sieht aber sehr, sehr schwarz aus im Gegensatz zu den anderen. Das sind auch Lebewesen. Ich fand das jetzt interessant, das Käfig hier einmal als Tier und einmal als Pflanze gibt. So, 88% gescannt. So, dann haben wir da hinten irgendwo den Eingang. So, da haben wir es. So, Tempel Alpha. Ich habe viel über unsere Pläne nachgedacht und habe entschieden, dass Aja Mamasa unsere Hochzeitszeremonie abhalten soll. Wer? Das ist eine ganz wunderbare Idee. Klar, auch wenn mich das ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig macht. Alles, was sie glücklich macht, Sarah. Warum muss Aja die Zeremonie abhalten? Wer ist Aja Mamasa? Alles, was sie glücklich macht, Sarah. Mir ist es wichtig, dass wir beide glücklich sind. Das ist ein riesiger Schritt für uns. Und ich will, dass alles perfekt ist. Gut, nachdem das geklärt ist, wir halten die Zeremonie klein, ja? Nur wir beide? Ich finde, wir sollten deine Mutter einladen. Ich finde, wir sollten Sona einladen. Klingt gemütlich, so machen wir es. Willst du jemanden von der Constellation einladen? Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich respektiere sie alle, aber das ist mein Privatleben. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich meine persönlichen Gefühle gerne von der Constellation trennen. Ich finde, wir sollten deine Mutter einladen. Hätte jemand anders das vorgeschlagen, hätte ich Nein gesagt. Aber wenn es von dir kommt, weiß ich tief im Inneren, dass es richtig ist. Ich schicke ihr eine Einladung. Mal sehen, ob sie kommt. Noch jemand? Oder reichen wir drei und Aja als Zeremonienmeisterin? Weißt du was? Vielleicht laden wir deine Mutter lieber doch nicht ein. Ich finde, wir sollten Sona einladen. Klingt gemütlich, so machen wir es. Ich würde gerne meine Eltern einladen, hallo? Was ist mit meinen Eltern? Sehr gut, dann ist das entschieden. Ich schicke Aja eine Nachricht und bitte sie, die Zeremonie zu leiten. Sobald du soweit bist, fliegen wir nach Paradiso. In Paradiso? Das bedeutet mir so unendlich viel. Ich liebe dich. Du kannst Sarah morgen jetzt erst wieder wegschicken. Okay, warte mal. Was stand da jetzt? So, hier. Wo ist es denn? Da ist es denn. So, komm, da, wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin? Da. So, dann haben wir jetzt alle eingesammelt, ne? Wir können noch so viel von den Sternenblütern lernen. Stufe 30. Der ist einfach mal auf das... Alter, meine Gesundheit. Der ist einfach mal auf derselben Stufe wie ich. Oder nicht. Aber auch verdammt stark. Die Prüfung geht weiter? Was für eine Prüfung? Was für eine Prüfung? Warum, was überfordert er jetzt mich? Wo ist Sarah? 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 Wo ist sie hin? Ah, da ist sie. Ja gut, wo ist unser Schiff? Da. Reisen wir mal schnell dahin. Und ja, das war auch ein interessantes Gespräch gerade mit Sarah. Also ich stehe aber mal auf. Weil ich würde eigentlich wirklich gerne auch meine Eltern einladen, ja? Die würden doch wahrscheinlich auch gerne kommen wollen. Wenn ich mir eine Hochzeit antue. So gehe ich mal von aus. Warum kann ich die nicht einladen? Aber egal, das finden wir ab der nächsten Folge heraus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!